ist das für eine Neuerfindung, Dr. Zick? Oh nein, du hast Supertruck geklont. Der Roboter lebt und wirkt böse. Schöne Halloween-Kostüme, Kinder. Seid vorsichtig, Kinder. Oh nein, die Süßigkeiten. Du träumst nicht. Das war dein böser Zwilling. Oh nein, die Kinder denken, es war Supertruck, der die Süßigkeiten gestohlen hat. Du musst die Süßigkeiten zurückholen, damit sie wissen, dass du unschuldig bist, Supertruck. Zeit für eine Verwandlung. Der Roboter ist zu schnell. Zeit für etwas Magie. Der Zauberspruch wird den Roboter aufhalten. Das war knapp. Du musst dir den Korb holen, bevor der Roboter entkommt. Volltreffer! Die Kinder warten bestimmt schon. Jetzt, da alles wieder in Ordnung ist, ist es Zeit, zum Halloween-Kostümwettbewerb zu gehen. Es ist der Halloween-Kostümwettbewerb. Supertruck und die Kinder wollen auch daran teilnehmen. Und mit dem Kostüm willst du gewinnen, Dr. Zick? Was hast du jetzt wieder vor? Passt auf! Oh nein, der Schleim ruiniert allen die Kostüme. Allen außer dir, Dr. Zick. Oh nein, der Halloween-Kostümwettbewerb ist ruiniert. Dr. Zick hat sein Kostüm immer noch, also ist er der Einzige, der gewinnen kann. Das ist nicht fair. Dr. Zick hat geschummelt. Kannst du das in Ordnung bringen, Supertruck? Eine magische Autowäsche. Dr. Zick braucht eine Lektion in Sachen Fairness. Eine Schleimkanone? Super! So hast du die anderen Teilnehmer behandelt. Gar nicht so lustig, oder? Du bist raus aus dem Wettbewerb. Das Magierkostüm hat gewonnen! Hörst du denn niemals auf, Dr. Zick? Pass auf, Supertruck! Hey, der Roboter ist jetzt freundlich. Dr. Zick lernt es wohl nie. Es ist Halloween in Car City. Jeder ist beschäftigt mit Süßes, sonst gibt's Saures. Hi, Kinder. Schöne Kostüme. Was ist das? Oh nein, Kinder! Hat jemand eure Süßigkeiten gestohlen? Krokomeil! Er entkommt! Karl, lass ihn uns fangen! Huh.
Eine Dampfwalze? Klasse! Hi Ben, hast du Kroko mal gesehen? Hast du einen Plan, Supertruck? Aha. Lass uns deinen ST-3000 benutzen. Ein ferngesteuerter Helikopter? Wow. Ratet, wer zurück ist, Kinder! Klasse gemacht, Supertruck! Du hast wirklich Halloween gerettet! Hi Leute, seid ihr bereit für die Halloween-Parade? Sie fängt gleich an! Du bist ein Geist! Buh! Ein fürchterliches Skelett. Keine Sorge, Supertruck wird herausfinden, was hier los ist. Supertruck, können wir kurz reden, bitte? Hier fährt ein Skelett rum, das versucht, allen Angst zu machen. Kannst du uns helfen, Supertruck? Beeil dich! Ein Monster-Truck? Klasse Idee! Hol ihn dir, Supertruck!
Willst du über die Parade springen, Super Monster Truck? Cool! Es ist Super Monster Truck! Es ist kein echtes Skelett. Genießen wir unsere Parade. Nicht schon wieder. Pass auf, er wirft Eierbomben. Der Rauchschleier bedeckt die ganze Parade. Zeit, sich den Bösewicht zu schnappen. Das ist ein Fall für den ST-3000. Du kannst dich nicht mehr verstecken. Jetzt haben wir dich. Es ist der fiese Crocomile. Heute habt ihr eine wichtige Lektion gelernt, Kinder. Es ist nur eine Dekoration. Denkt daran, nicht alles ist immer so, wie es scheint. Hallo, Flavy. Was ist los? Oh. Du bist auf der Suche nach Farbe, weil Tom keine mehr hat? Wofür brauchst du Farbe? Um die Halloween-Kürbisse für das Car City Halloween-Festival anzumalen? Alle Farbe wurde benutzt, weil die Festivalbesucher eine Verkleidung wollten? Das sind aber schlechte Nachrichten für das Festival. Man braucht doch Farbe für die Kürbisse. Lass uns Supertruck um Hilfe bitten. Flavy ist die Farbe ausgegangen für die Kürbisse fürs Halloween-Festival. Oh? Und sie könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Oh. 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 Hey. Also, in welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln? In einen Farbentanklastzug? Das ist fantastisch! Fantastisch, Supertruck. Du bist bereit, Flavy zu helfen. Auf geht's. Whoa.
Hier kommt Supertruck Flavy. Mm. Er ist ein Farbentanklastzug. Dann mal her mit den Farben für die Kürbisse, Supertruck. Fantastisch, Supertruck. Schaut euch die ganzen Farben an. Hast du noch ein paar Pinsel für die Farben? Flavy, auf deinem Tieflader können wir die Kürbisse anmalen? Supertruck, hast du einen Vorschlag, wie wir die Kürbisse bemalen sollen? Die schwarze Katze ist auf den Kürbis gemalt. Fantastisch! Ich glaube, sie wollen auch malen. Alle haben Spaß. Vielen Dank, Supertruck. Du möchtest auch angemalt werden, Klein Pickel? Du bist ein Kürbis, Klein Pickel. Vielen Dank nochmal, Supertruck. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Leute, habt ihr eine spaßige Nacht? Hey, warum ist es so dunkel? Was ist los, Klein Tom? Du hast ein Monster gesehen? Wo denn? Beim Schloss? Na, dann schauen wir doch mal. Ich sehe kein Monster. Bist du dir sicher? Das klingt wie ein Geheimnis, das Supertruck aufklären könnte. Klein Tom, kannst du Supertruck rufen? Hallo Karl, es gibt ein Geheimnis zu lösen. Kannst du uns helfen? Auf dem Jahrmarkt fährt ein Monsterauto herum. Und alle haben Angst. Ist schon okay, Karl. Wir haben mit gruseligen Sachen doch vorher auch schon zu tun gehabt. Hast du spezielle Ausrüstung, die dir helfen kann, solch ein Rätsel zu lösen? Wow, Karl! Du bist ein Detektiv des Paranormalen. Ein Geisterdetektiv. Das klingt viel besser.
Hey Leute, habt ihr das Monster noch mal gesehen? Das habt ihr? Wie sieht es aus? Wie ein gruseliges Seemonster? Zum Glück ist Supertruck hier, um das Ganze zu untersuchen. Supertruck hat seine spezielle Monstersuchausrüstung dabei. Nachtsichtgerät. Einen Monsterdetektor. Und die Monsterfalle. Beeindruckend, nicht wahr? Also, wie wirst du das Monster finden? Oh, der Monsterdetektor. Gute Idee. Supertruck? Ist das Gerät an? Es zeigt keine Monster an. Du siehst dich erst einmal um? Du hast etwas drüben bei der Rutsche entdeckt? Oh nein, es ist das Monster. Du wirst jetzt die Falle aufstellen? Sei bloß vorsichtig. Warte mal, das ist kein Monster. Das ist Gary, das Müllauto. Gary, was tust du? Oh, du hast dich in den Jahrmarktlichtern verheddert und sie vom Strom gerissen? Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Hey Leute, werft mal einen Blick auf unser Monster. Ganz schön gruselig. Tschüss alle zusammen, gute Nacht.